Hallo Guys, wir schauen heute mal, was es Neues gibt von meinem lieben, verehrten, geehrten Markus Dr. Kral. Dr. Markus Kral, wenn ich das jetzt mal hier eingebe in YouTube, was kommt denn da zum Vorstellen? Oh, vor 10 Jahren. Oh, krass. 9 Monate. Also manchmal verstehe ich YouTube nicht ganz, warum mir da Vorschläge gemacht werden von Videos vor 10 Jahren. Die Wahrscheinlichkeit, dass mich das interessiert, ist doch relativ unwahrscheinlich. Das Verbrechen von 1971. Achso, das ist mit Goldstandard. Jetzt müssen wir mal hier kurz das schauen. Ob wir das nicht irgendwie filtern können. Achso, up to date, upload date. Okay, er bricht. Markus Kral, er bricht. Die Abwärtsspirale dreht sich immer schneller. Okay. Was ist denn jetzt wieder los hier? Oh nein! Jetzt ist mein. Ich werde wahnsinnig. Ich werde wahnsinnig. Jetzt. Alles klar. Also, okay. Also, die Abwärtsspirale. Ist die Bitcoin nichts wert? Ist die Bitcoin? Ist es eine Frau oder was? Keiner kann das aufhalten. Vor 15 Stunden. Einer hat versagt. Gold ist die Nummer 1. Naja, super. Also, schauen wir mal hier. Keiner kann das aufhalten, was das jetzt ist. Als Unternehmer möchtest du mit YouTube in die Sichtbarkeit, dann sind diese drei Dinge 2000. Das schauen wir uns später an. Keine Frontalkritik gegen die Alternativlosigkeit des staatlichen Dilettantismus ist glaubwürdig ohne eine Alternative. Wie sieht diese Alternative aus? Die Rückeroberung der Freiheit muss dem Diktum folgen. Der Baum der Freiheit muss von Zeit zu Zeit mit dem Blut von Patrioten und Tyrannen begossen werden. Jefferson hat das gesagt. Oder frei nach Luther? Hier stehe ich, ich kann noch ganz anders, dann helf euch Gott. Amen. Roland Bader definierte die freiheitliche Ordnung einmal als vor allem das Recht, in Ruhe gelassen zu werden. Nicht die Masse, sondern das Individuum ist die Keimzelle und der Baustein einer freien Gesellschaft. Das bedeutet, dass jede Entscheidung möglichst nah am Individuum zu fallen hat. Nur was der Einzelne nicht in freier Selbstbestimmung und im direkten Austausch mit anderen selbst regeln kann, sollte an eine zunächst kleine, überschaubare Gemeinschaft, nämlich die Kommunen, übertragen werden. Und nur was die Kommunen nicht leisten können, sollte Ländersache sein. Und nur was die Länder nicht können, sollte Bundessache sein. Diese subsidiäre Delegation von bestimmten, klar umrissenen und definierten Verantwortungsbereichen sollte nicht nur jederzeit widerrufbar sein, sondern schon wegfallen, wenn sie nicht jede Legislaturperiode erneuert wird. Macht man es anders, so wird die Zubilligung von Zuständigkeiten an eine Zentralgewalt zu einem Angelhaken, der immer nur in eine Richtung tiefer hineinrutscht, aber niemals zurück. Nur mit der permanenten Notwendigkeit der Verlängerung wird sichergestellt, dass die natürliche Ordnung erhalten bleibt, der Staat als Diener, nicht als Herr unseres Schicksals. Diese etwas trocken klingende Vorstellung einer Gesellschaft der Freien müssen wir in eine Vision packen, die die Menschen begeistert und mitreißt. Der propagandistische Erfolg des sozialistischen Utopia beruht auf einem Trugbild, einer Fata Morgana, die Wasser und Lebensspende. Der Staat als Diener und nicht als Herr. Also ich meine, das ist ja auch ein bisschen unrealistisch, oder? Ich meine, das war ja eigentlich noch nie der Fall, noch in keiner Epoche, nirgends, nada, niemals. Ja, also wieso ausgerechnet soll sich das jetzt ändern? Also das ist natürlich schon ein bisschen, wie sagt man es da, utopisch. Spendende Oase im Auge ihres Opfers wird, je näher man dem Ziel kommt, immer mehr zur Todesfalle durch Verdursten,
löst sich auf und wird ersetzt durch ein neues Trugbild am Horizont. Aber offenbar brauchen die Menschen eine Utopie, eine große Vision, ein Zielbild, das sie in der tatsächlichen oder nur empfundenen Tristesse des Lebenskampfes aufrechterhält. Die Vertreter der freiheitlichen Ordnung verweigern sich dem... Also das ist schon ein ziemlich harter Text. Das ist mir für Sonntagmorgen einfach zu too much. Mal kurz was anderes schauen. Was haben wir hier? Notenbanken werden pleite sein. Ist alles verpulvert. Wenn wir Glück haben, dann wird die Bundesbank sich nicht dazu haben, hinreißen lassen, ihre Goldreserven für die Rettung von irgendwas, was nicht zu retten ist, zu verschleudern, sondern wird noch draufsitzen. Der erste Schritt ist, irgendwann mal Ende diesen Jahres kommen wir an den Punkt, wo die Krise anfängt, wo mehr Banken Verluste schreiben als Gewinne. Sie werden... Okay, Ende diesen Jahres. Welches Jahr ist es jetzt? Weil wir haben schon so viele Jahre gehabt, wo die Krisen kommen. Das war vor 35 Minuten, das heißt, aber das ist ja eine Aufzeichnung, das hat ja jemand kopiert, oder? Nee, Markus Krall Total, warte mal kurz, das kommt vom Kanal, von seinem Kanal kommt das, oder? Das ist ja sein Kanal. Warte mal, About. Malaysia. Nee, das ist nicht sein Kanal, das hat wieder irgendjemand zusammengestellt. Meine Herren, also woher soll ich wissen, er sagt Ende des Jahres, dann ist es letztendlich welches Jahr, dann ist es ja schon wieder eine Aufzeichnung von vorletztem Jahr. Und dann war Ende des Jahres letztes Jahr oder was oder wie. Oder meine Herren, Leute, echt, also wenn ich so einen Kanal aufbaue, dann muss ich halt dann auch irgendwie... nicht ausweisen, sie werden es noch verbergen, aber sie werden in ihrer Risikotragfähigkeit eingeschränkt sein. Und wenn wir Pech haben, die beginnende Rezession zuschlägt, kann es auch ein paar Wochen früher passieren. Dann kommt eine deflationäre Phase, die geht ungefähr bis zum ersten Quartal 2022 und die setzt sich aus drei Schritten zusammen. Erstens die Zombie-Pleitenspirale, dann Moment die mal, Moment mal, jetzt hat er gerade eine Jahreszeit. 22. Und die setzt sich ein, und wenn wir Pech haben, die beginnende Rezession zuschlägt, kann es auch ein paar Wochen früher passieren. Dann kommt eine deflationäre Phase, die geht ungefähr bis zum ersten Quartal 2022 und die setzt sich aus... Deflation 22, okay, also das ist up to date, okay, das wollte ich nur wissen. Erstes Quartal 2022, wir haben jetzt 2021, das ist ja ekelhaft, da muss ich ja schauen, dass ich meine ganzen Kundenverträge möglichst zeitnah, also möglichst noch vor Dezember verlängere, ja? Also bevor alles zusammenbricht, dass ich sozusagen wenigstens meine Verträge... um Gottes Willen.